Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den die besten Treppenschutzgitter-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, sieh dir am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platz 5 haben wir der Bormi Treppengitter. Merle, ein Türschutzgitter von Bormi, kann eine Vielzahl von Eingangsgrößen abdecken. Das Alleinstellungsmerkmal dieses weiß lackierten Metallprodukts ist, der Kunde kauft nach Herstellerangaben eine Durchgangsbreite zwischen 63 cm und 221 cm und erhält automatisch alle notwendigen Verlängerungen. Die Einstellschrauben können immer noch einen Abstand von 8 cm überspannen. Für mehr Stabilität schlägt der Hersteller ab einer Rasterbreite von 113 cm eine passende Verbindungsschiene vor. Die Türgitter von Bormi sind 77 cm hoch und haben eine 51 cm breite Durchgangstür. Der Abstand zwischen den Stäben beträgt 6 cm, was für Kinder und Hunde geeignet ist. Die Türschutztür wird in der Regel ohne Bohren befestigt, kann aber auf Kundenwunsch auch angeschraubt werden. Umzug auf Nummer 4 haben wir der Goiter Schwenktreppenschutzgitter. Das Goiter Schwenktreppenschutzgitter besteht komplett aus massivem Buchenholz und wird ausschließlich in Deutschland in Handarbeit gefertigt. Das Schutzgitter hat ein einzigartiges Design, das eine Anpassung an verschiedene Größen ermöglicht. Dadurch kann praktisch jede Treppe ohne den Einsatz von Zusatzteilen abgedeckt werden. Das drehbare Gitter hat eine Breite von 67 bis 107 cm. Eine größere Variante mit einer Breite von 95 bis 135 cm ist ebenfalls erhältlich. Es steht bei beeindruckenden 84,5 cm. Betätigen Sie einen Hebel und heben Sie das Gitter leicht an, um es zu öffnen. Außerdem wird sie angehoben und beim Schließen gegen die Falle gedrückt. Da Kleinkinder Schwierigkeiten haben, den Mechanismus zu durchschauen, ist er für sie besonders. Auf Platz 3 haben wir der Babydan. Das dänische Konfigurationsraster Babydan kann vielfältig genutzt und erweitert werden. Das Mehrzweckgitter kann in Kombination mit einer Matte als Raumteile, Kamin- und Herdschutz, Türschutz und Laufstall verwendet werden. Es ist für Jugendliche bis zum Alter von 24 Monaten geeignet. Metall bildet das Gitter, während Hartplastik die Wandabschnitte und Fugen bildet. Das Türelement des Konfigurasystem Flex M besteht aus zwei kleineren Sektionen von jeweils 33 cm Breite, die ein- oder beidseitig ausziehbar sind. Alle Teile können frei platziert werden. Das Schutzgitter ist standardmäßig 90 cm breit, maximal 146 cm breit und kann bei Bedarf erweitert werden. Die Höhe beträgt etwa 71 cm. Separate Verlängerungsteile müssen bestellt werden. Umzug auf Nummer 2 haben wir der Haug-Türschutzgitter. Ein weiteres Treppenschutzgitter, das ohne Bohren auskommt, ist das Haug-Autoklosen-Stopp. Als einfache Form aus Metall- und Kunststoffteilen ist sie ideal für Strecken von 75 bis 80 cm. Es kann auch als Türtor verwendet werden, um Ihr Kind von unerwünschten Abenteuern abzuhalten. Durch separate Verlängerungen kann der Schutz auf 122 cm erweitert werden. Sie müssen jedoch separat erworben werden. Der Clou dieses Modells ist, dass sich die geöffnete Tür von selbst schließt. Dafür sorgt ein proprietäres Magnetschloss. Sie müssen zwei Mechanismen gleichzeitig betätigen, um es zu öffnen, aber Sie können dies mit einer Hand tun. Die Tür schwingt dann in beide Richtungen auf und gibt einen 50 cm breiten Durchgang frei. Die korrekte Funktion des Verriegelungsmechanismus wird durch ein... Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir der Haug-Türschutzgitter. Für Kinder und Hunde kann das Haug-Schutzgitter als Treppen- und Eingangsschutzgitter genutzt werden. Er kann an Treppenhäusern, Balkontüren oder Kellerngängen angebracht werden und ist vielseitig einsetzbar. Das Schutzgitter Oppenstopp ist 75 bis 81 cm breit. Eine Verlängerung von 21 cm ist in diesem Bausatz bereits enthalten. Metallverbinder befestigen ihn an einer Seite des Türschutzgitters. Dadurch ist er für Durchgänge bis 80 cm bzw. ca. 101 cm Länge geeignet. Eltern sollten sich bewusst sein, dass die angegebene Breite der Verlängerung jegliche Zwischenschritte ausschließt. Mit beidseitigen Verlängerungen kann er einen Korridor von bis zu 123 cm abdecken. Das Gitter misst 76 cm in der Höhe. Sein Kanal ist 5. Wie immer,
Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht, unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.